Doch diese Tests sind nur ein Teil der einwöchigen Untersuchungsreihe. Sie werden sehen, dass wir diese Woche eine ganze Reihe von Tests am Bett unserer Patientin machen, um herauszufinden, in welchem Bewusstseinszustand sie ist. Aber das Bewusstsein lässt sich natürlich schwer messen. Es ist privat, persönlich. Deshalb vergleichen wir die Ergebnisse dieser klinischen Tests mit den Resultaten der unterschiedlichen Maschinen, die uns heute zur Verfügung stehen. So wird Trace zu einer Röhre, die sich funktioneller Magnetresonanztomograph nennt, in den Krankenhauskeller gefahren. Hier hat das Team einen Test vorgesehen, der auf den ersten Blick recht absurd wirkt. Sie solle sich vorstellen, dass sie gerade Tennis spiele. Du musst dir vorstellen, dass du Tennis spielst. Wie du läufst, wie du schlägst, all die Dinge. Als ich sage, spiel Tennis, musst du das tun. Ob sich im Hirn gleich etwas regt? Spielt Tennis. Die Szene hat etwas Unheimliches. Das funktionelle MRT misst den Blutfluss im Gehirn und scheint so in der Lage, Gedanken, Gefühle zu lesen. Jetzt soll sich Trace einbilden, sie schlendere durch ihr altes Haus in Den Haag. Trace, wir gaan nu de tweede test doen. Hierbei moet je je voorstellen dat je door je eigen huis loopt. Je begint bij de voordeur en je eindigt in je slaapkamer. Fällt in der Röhre das letzte Geheimnis des Gehirns? Lauf durch ihr Haus. Wir versuchen, bei Patienten, die nicht sprechen und nicht kommunizieren können, die Bilder ihres Gehirns sprechen zu lassen. Natürlich ist das schwierig. Wir dürfen unseren Bildern nicht einfach so glauben. Aber die Physiker, Mathematiker und Ingenieure kennen die Grenzen ihrer Technologien. Es gibt sogar Philosophen, die gesagt haben, dass der Mensch nie in der Lage sein wird, das Bewusstsein zu verstehen. Wie kommt es, dass 100 Milliarden Neuronen zusammen etwas so Unbegreifbares wie das menschliche Bewusstsein ergeben? Meiner Meinung nach war der Fortschritt auf diesem Gebiet unglaublich in den letzten Jahren. Und diese Technologien sollten jetzt im Bereich Koma angewendet werden. Technologie-là doivent maintenant être appliquées dans le domaine spécifique du coma. Der Versuch, Bewusstsein sichtbar zu machen, in Bilder zu fassen, ist beklemmend und unter ethischen Gesichtspunkten grenzwertig, aber mag sein, auch die einzige Chance, Koma in all seinen feinen Abstufungen zu begreifen. Vegetiert da ein Patient unrettbar vor sich hin? Oder gibt es im Hirn noch Areale, die sich erholen könnten? All diese Untersuchungen zeigen, dass es sehr wichtig ist, zwischen den einzelnen Zuständen zu unterscheiden. Warum? Studien im Bereich Neuroimaging belegen, dass Patienten mit minimalem Bewusstsein Schmerz empfinden, Gefühle haben. Und das hat Konsequenzen für die Therapie. Wenn Sie die Diagnose von vegetativer Zustand in Zustand minimalen Bewusstseins ändern, dann müssen Sie die medizinische Behandlung anpassen, Schmerzmittel geben und den Aufwand in Reha-Maßnahmen erhöhen. Die Wissenschaft hat nachgewiesen, dass die Genesungschancen in diesem Zustand deutlich höher sind. Aber wovon hängt sie ab, die Chance auf Genesung? Von einer genauen Diagnose, gewiss, aber nicht nur. Dies zeigt die Geschichte von Tamara Grübel. Zur Kunst der Medizin hat sich bei ihr der unermüdliche und sehr fantasievolle Einsatz der Familie gesellt. Wir haben ja alles Mögliche versucht. Wir haben Musik gespielt, wir haben ihr vorgelesen, wir haben sie angefasst, wir haben uns mit ins Bett gelegt und wir haben alles versucht, um ihr zu zeigen, wir möchten dich gerne wieder hier haben. Wir hatten überlegt, dass überhaupt für ihr Zurückfinden ins Leben es gut sei, dass sie mit ihrem Freund eine Nacht verbringe im Krankenhaus. Das ist zum Glück möglich gemacht worden. Kurze Zeit darauf begann sie wieder zu sprechen. Also die körperliche Berührung war wichtig? Das nehmen wir an, dass in der Tat dieser enge Kontakt die Zurückkehr in eine Verbindung für sie so vertrauensgebend war, dass eben die Barriere
vom Denken zum Sprechen wiederzukommen, überwunden wurde. Mein Mann und ich haben sie besucht und wir waren bei ihrem Zimmer. Sie saß im Rollstuhl und dann kam Dr. Zieger rein und sagte zu Tamara, also Tamara, ich muss Ihnen jetzt sagen, ich muss Ihre Eltern entführen. Wir müssen noch ein Gespräch miteinander führen. Und dann sagte Tamara langsam und deutlich gleich einen Satz, und das war der erste, das finde ich nicht gut. Und dann fing sie an zu sprechen. Bei Tamara war das aus meiner Sicht, da denken vielleicht die Angehörigen anders drüber und der Freund nochmal anders, ist langsam gewesen, ein zäher Prozess mit Aufs und Abs und mit ersten Hinweisen und auch mit Kontaktaufnahme für uns, wo wir gesagt haben, ja, das sind jetzt Erinnerungs- und Bewusstseinsspuren mit nur bestimmten Personen, die ihr nahestehen und mit anderen nicht. Und das ist ein langwieriger Prozess gewesen, sehr stufenweise. Ich glaube, das war Heiligabend, waren wir bei ihr im Krankenhaus alle zusammen und die hatten ihr dort eine Matratze auf den Fußboden gepackt, weil Tamara immer drohte, aus dem Bett auszusteigen und rauszufallen. Und da sie gesagt haben, sie wollen sie nicht fesseln, haben sie eine Matratze auf den Fußboden gelegt. Und ich weiß, dass ich bei Tamara unten auf dem Boden lag und sie hat sich auf mich gerobbt in dem Moment. Da gibt es auch Fotos zu. Die Familie, der Freund, haben ihr im wahrsten Sinne des Wortes hautnah vermittelt, dass sich das Aufwachen lohnen könnte. Und das, obwohl bald klar wurde, dass Tamara nun blind ist. Vermutlich für immer. Ich denke, das ist auch ein wichtiger Punkt, ob wir die Menschen als Subjekte, als Gegenüber wirklich wahrnehmen. Das ist ja angedeutet in dem Wörtchen Dialog. Also mein Gegenüber ist ein Subjekt und nicht Objekt. Er wird nicht verdinglicht, wird nicht reduziert auf seinen Defektstatus, sondern wird trotz dieser schrecklichen Verletzung wird ernst genommen, ist willkommen, ist gemeint, bekommt Anerkennung. Tamara aber hat nach ihrer Erweckung aus dem Koma, es dauerte ziemlich genau ein Vierteljahr, nahezu alles neu erlernen müssen. Sie war einmal eine gute Reiterin, aber das hatte sie vergessen. In den Anfängen glich ihr Gedächtnis einer gelöschten Speicherplatte. Du kennst ihn ja, ne? Wie ein Pferd aussieht? Vater, Mutter, die Schwester mussten es ihr erklären und beschreiben. So, danke für die Hilfe, Mama, was? Stück für Stück kamen die Erinnerungen zurück, immer mehr und immer schneller. Aber manches blieb im Dunkeln. Das Jahr vor dem Unfall war erst völlig weg. Also sie sagte eine Zeit lang dann zu mir, ja, ich wohne ja in Kiel, sie war dann auch in Kiel und ich mache jetzt gerade meine Zwischenprüfung. Und dann habe ich ihr gesagt, du hast aber doch schon deinen Magister gemacht, wir haben noch zusammen gefeiert und du warst doch jetzt dabei, deine Doktorarbeit zu schreiben. Und dann sagte sie, ach, das ist ja erstaunlich. Als Tamara aus dem Koma erwachte, da war selbst ihr Freund, mit dem sie schon Jahre lebte, weitgehend aus ihrem Gedächtnis verschwunden. Andere können die Vorzeit mit Fotos oder Filmen zurückrufen. Tamara aber ist blind. Ich konnte mich eben schon daran erinnern, dass es da einen Menschen mit dem Namen gegeben hat, der mir auch viel bedeutet hat. Obwohl ich muss sagen, ich wusste nicht mehr so genau, damals erst mal, wie lange wir schon zusammen gewesen sind. Aber es war eben doch schön, weil es mir ein sehr vertrauter Mensch gewesen ist. Das haben Sie gefühlt? Genau. Das habe ich gefühlt, aber das habe ich auch noch in Erinnerung gehabt und gewusst, dass wir viele auch angenehme Momente miteinander verlebt haben. Und er hat sich wirklich sehr, muss ich sagen, toll um mich gekümmert. Er konnte es, glaube ich, auch ganz gut, weil er das eben auch als Zivildienst sozusagen gemacht und dabei so ein bisschen erlernt hatte, wie man eben mit
behinderten Menschen umgehen kann. Doch die Folgen des Komas, dieses Zusammenbruchs des Gehirns, muss vor allem Tamara selber überwinden. Unterstützt freilich durch ein Netzwerk von Helfern wie Antje. Die beiden kennen einander schon mehr als 6 Jahre. Mit dieser kleinen Schablone, Hilfsmittel für die Unterschrift, will Tamara ein Stück Selbstständigkeit zurückerobern. Dokumente und Verträge unterschreiben. Das ist wichtig fürs Ego. Der Unfall, das Koma, hätten es beinahe zerstört. Dann habe ich hier einen Kugelschreiber, Tamara, Spitze ist draußen. Aber vor dem Schreiben kam natürlich das Sprechen. Und das war viel Arbeit. Sprechen ging, aber Tamara hat viel verniedlicht. Also sie hat, das wo aber auch typisch ist, sie hat mit den Gegenständen geredet. Mit den Gegenständen? Ja, ja. Also hat zum Beispiel sich auf den Stuhl gesetzt, hat gesagt, danke lieber Stuhli, fein, dass du mich lässt. Mich hinsetzen, fein, also immer oft dieses fein, verniedlichen, sich bedanken. Das war immer so ein Ritual von ihr. Wenn ich das ganz machen soll, versuche ich das. Das wäre schön. Koma, so hieß es einmal, sei ein verlässlicher Vorbote des nahenden Todes. Die letzte Rast im Diesseits. Das Erwachen von Tamara Grübel zeigt, dass es auch anders ausgehen kann. Jo. Ich hoffe, dass es lesbar ist. Absolut. Auch am Krankenhausbett in Lüttich wird auf ein kleines Wunder gehofft. Seit dem Unfall in Den Haag, der Treys Leben dramatisch veränderte, ist mittlerweile ein Dreivierteljahr vergangen. Ihr Zustand hat sich in dieser Zeit nicht verbessert. In den Niederlanden werden in vergleichbaren Fällen zumeist die Maschinen abgeschaltet. Kun je heel goed wakker blijven? Probeer so gut mogelijk wakker te blijven vandaag, okay? An der Wand, der schwerkranken Frau vis-à-vis, ein kleiner Altar. Okay, hoi. Ob die Gottheiten helfen? Sie öffnet ihre Augen. Ja, wenn wir sie berühren, dann öffnet sie tatsächlich ihre Augen. Und sie bewegt sich, wenn wir mit ihr sprechen. Ich weiß nicht, ob das bewusst ist oder, wie die Neurologen meinen, nur ein Reflex. Aber wir haben so viel Hoffnung. Ja, wir haben so viel Hoffnung. Wird